Das Fresko von Josef Planck, Aufbruch der Jugend, gemalt auf eine Wand im ersten Stock der damaligen dänischen Lehranstalten Offenbach. Halbnackte, nackte Jünglinge an einem Strand. Im ganzen Schein des Bildes, so Planck, wird hinfort eine lebendige, allgemeinverständliche Mythologie aufleuchten. Das Fresko harmoniert eigentümlich mit der neogotischen Architektur Hugo Eberhards. 2019 zum Rundgang wird das Fresko als Videomapping nochmal aufleuchten. Wie Zusammenleben, der Titel. Das Gedächtnis des Raumes wird lebendig. Erinnern, ein politischer Akt. Es ist nur eine rhetorische Frage, ob das Fresko womöglich immer noch unter dem Verputz leuchtet. Auch eine Frage historischer Selbstvergewisserung. Sich vergewissern, wie sich die institutionelle Geschichte über 200 Jahre geformt, verbogen, entwickelt, unterworfen, verrätselt, neu formatiert hat. Vermutlich würden die Gründer und Zeitgenossen von 1970, dem Geburtsjahr der HFG, Unverständnis zeigen für jene Zukunft, die sich heute, 2023, abspielt. Sie haben an vielen Kanten der Gesellschaft an einer Zukunft gearbeitet, die mehr verspricht als eine katastrophale Klima- und Umweltbilanz. Eine anwachsende soziale Ungerechtigkeit, eine nach Hierarchien strukturierte Institutionenlandschaft, kollabierende Großstädte, freiwillige Knechtschaft als Agens einer neoliberalen Ökonomie, kulturindustrialen Teilen. Die Institution kann auch eine Wunscherfüllungsmaschine sein. Endless cinematic desire. Ars Querendi, die Kunst des fragenden Suchens. Im Digitalen ein Think Tank über das Reden, was alle umtreibt. Aber jeder für sich alleine zu lösen glaubt.